Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Opa-Helmi, herzlich willkommen zurück bei Torschung 2017 und beim FC Ruhrpott. Ja, wir haben uns aus der Affäre gezogen, wir haben einige Erkenntnisse gehabt in der letzten Folge. Wir haben beschlossen, für dieses Mal den Merchandising preiswerter zu machen und wir haben beschlossen, 3 Spieler längere Verträge anzubieten, damit wir sie dann nicht einfach gehen lassen müssen, sondern sie dann auch noch schön auf dem Transfermarkt verkaufen können. So, das waren so die Kurzfassung der letzten Folge und jetzt geht's weiter mit AM Cup und Nation Cup. Aber wie gesagt, wir werden erstmal hier Merchandising. Ich werde die hier ein bisschen rüber runtersetzen. Warte mal. Ne, das ist ein bisschen zu viel, aber so 46, sagen wir mal. So, 46 machen wir die. Und die machen wir auf den 10er. Und die machen wir auch auf 10er. Und die setzen wir hinterher noch auf 8, weil mit 3 oder so haben wir sie gekauft. Das wird dann noch. Das wird dann noch. Aber wenigstens schon mal so ein klein bisschen, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So, und jetzt wollte ich noch mal einmal gucken, die Eintrittspreise. Wir hatten eine Auslastung von 58%. Das ist verdammt wenig. Muss man ja einfach mal so sagen. Aber ich finde, der Preis ist in Ordnung, ne? Oder? 7 Euro? Ich könnte auch 6 gehen. Ne? Einfach nur, damit die Leute hinter uns stehen. Ne? Kann man ja mal machen. Kann man ja wieder raufsetzen. Ist ja kein Problem. So, dann machen wir mal weiter. Und dann schauen wir mal. Viertelfinale AM Cup. Jawohl, sofort anzeigen. Memmingen gegen Berlin. Die haben die Oberhausener rausgehauen. Übrigens. Die uns rausgehauen haben in der ersten Runde. Und Aalen gegen Elverberg, alles vierte Liga. Ja, guck, da sind wir ja noch ein Stück von weg. So, und, ja genau, DFB-Pokal. Ja, zeig an. Wir wollen mal sehen. Bayern gegen Stuttgart und Wolfsburg gegen Dortmund. Na, ich denke mal, der Finale wird dann München gegen Dortmund sein, ne? Wenn alles so läuft, wie man sich das vorstellt, wird das genau darauf hinauslaufen. So, ja, wir wollten mal gucken, dass wir vielleicht wenigstens schon mal den Parkplatz in Angriff nehmen können. Dass wir den schon mal haben, das wäre schon mal gut, gell? Und, naja, jetzt machen wir erstmal unser Ligaspiel. Wir spielen auswärts, jupp. Da brauche ich mir ja um Torprämie und so was keine Sorgen machen. Um Siegprämie meine ich. So, auf geht's. Beste Mannschaft, wie immer. Da muss unser Yusuf leider wieder weich. Das tut mir leid. Aber geht nicht anders. So, dagegen halten, ausgeglichen spielen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht auf dem Platz. So, der Anger. Ach nee, der war nix, Anger. Anger, da hast du aber einen gerissen, Anger. Das war gar nix. Da muss man einfach mal so sagen. Das war aber nichts. So, und 1-0, ja, immerhin. Und keine Ansprache, nö. Das kriegen wir auch so noch hin, oder? Hör doch mal auf, hier das Bild zu schieben. Opa. So, was läuft denn hier? Wieso fliegen wir denn 2-0 hinten? Was ist denn los hier? Guck mal, wie stark die sind, 89. Ich habe nicht geguckt, wo die sind in der Liga. Ja, lieber Mann, die schießen uns ja so richtig weg. 3-0. Hallo, geht's noch? Wo waren unsere Leute? Hatten die frei oder was? Hatte ich den unverhofft freigegeben? Kann das sein? Merchandising, naja, immerhin ein bisschen. Hatten wir noch nicht ganz so sich rumgesprochen. Und mit der Leistung, naja. Offenbach, ja, da, ja, doch, guck mal hier, die spielen mit um Aufstieg. Ja, ja, die wollen, die kämpfen, die wollen was reißen. Keine Frage. Naja, dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Der Yusuf geht langsam nach unten, weil er nicht mehr spielt. Oh, wie traurig. Traurig, traurig, traurig. Und wir haben Heimspiel gegen Drochtersen. Ja, genau, diesen Ersten. Uiuiuiui. Ja, dann. Ah, Champions League und EU Cup. Achtelfinale. Ist das Hinspiel oder Rückspiel? Ich weiß es jetzt nicht. Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, was wir da haben, ob Hin- oder Rückspiel. Aber wenn jetzt, ne, ist Hinspiel, da kommt das Rückspiel.
Da kommen wir gerade reingefahren von hinten. Ja, guck. So, Ligaspiel, wir sind dran. 23. Ligaspiel. Zu Hause gegen den Tabellenführer. Naja. Also ich werde mal auf Sieg spielen. Ne? Stärkste Mannschaft natürlich, wie sie das gehört. Und natürlich auf Sieg. Aber nicht mit 2 Tore Unterschied. Das werden wir wohl nicht hinkriegen. Das wird wohl nichts werden. Und, ja, guck mal, da sind wir, da, wohl 1-0. So muss er. Und guck mal, Stadion 1700. Schon gleich, ich meine, gut, wir spielen gegen Tabellenführer. Aber, ne, schon deutlich mehr Publikum. Oh, Greisepp, was hast du denn? Ach so, du köpfst neben der Tor, das ist okay. Da kann ich mit umgehen. So. Und guck mal, nochmal. Jetzt wollte er aber wissen unbedingt, wa? Mann. Muss da ja doch noch ein Tor machen, anders ging es nicht. Keine Ansprache, nein, wir brauchen keine Ansprache halten. Wofür soll er gut sein? So. Mann. Ja, die schießen uns weg auf dem eigenen Platz, da fiel die nicht okay. Ich hätte vielleicht doch was sagen sollen. Wie sieht der denn aus? Wie so ein Student. Echt jetzt? Wir kommen gar nicht mehr an den Ball, was ist denn hier los? Jetzt komm, mach den Ausgleich wenigstens, jawohl. Mein Gott, 2 Chancen, 2 Tore. So muss es sein. Guter Mann, wie Chancen die hatten. Und da geht gar nicht. Da tut überhaupt nicht mehr auf. Ja, komm, jetzt machen wir die Führung. Ja, genau. 3 Chancen, 3 Tore. So ist richtig. Spiel zu Ende. Ach, guck mal, wir machen noch einen. Ja, hätten wir doch mit 4 Toren und mit 2 Toren Unterschied machen können. Aber, hä? Da siehst du mal. Ohne Zielwasser wird das nichts. Das haben wir doch komplett gut hingekriegt, finde ich. Das haben wir doch gut hingekriegt. 4-2 gewonnen gegen Tabellenführer, da kannst du nicht meckern. Rot-Weiß Erfurt hinter uns gelassen. Wir kommen schon in den Bereich, wo man sich gar keine Sorgen mehr machen muss. Wo man so richtig ausgeglichen, relaxed seine Sommertage verbringen kann, die ja jetzt auf uns zukommen. Wir sind ja in der Rückrunde, ne? Also kommt der Sommer auf uns zu. So, gegen Ulm ist das nächste Spiel. Die Ulmer haben, glaube ich, einige unserer Spieler gekauft, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Da bin ich mal gespannt, ob wir die gleich alle sehen auf dem Platz. Was ist denn hier mit eigentlich... Ah ja, Champions League Auslosung. Leipzig ist noch dabei. Das war's? Habe ich das richtig gesehen? Leipzig ist noch dabei. Das war's. Da müssen wir aber gleich mal eben gucken, was da passiert ist. Das ist ja der EU-Cup, genau. Da gucken wir gleich auch noch. Sofort anzeigen. Zack. Die Gladbacher sind noch dabei. Eindhoven ist noch dabei. Ja, da sind wir dabei. So, jetzt gucken wir mal eben hier Pokalspiele. Zack. Mal ran. Zeig uns die Wahrheit. Der EU-Cup. Achtelfinale. Was ist denn da passiert? So, dann gucken wir mal. Ja. Die Wolfsburger, die haben 3-0 verloren gegen Inter Mailand. Und an den Spielen haben sie auch 3-0 verloren. Ja, das ist ja super. Und was hatten wir noch? Die Gladbacher, die haben 3-1 gewonnen zu Hause gegen Marseille und 2-0 haben sie in Marseille gewonnen. Wenn ich die Grafik richtig lese. Das ist ja nicht schlecht. Das war's, ne? Sonst war kein... Doch, ach hier, Frankfurt, was haben die denn gemacht? Die haben zu Hause verloren gegen die Young Boys. Und in der Schweiz haben sie auch 3-2 verloren, naja. Naja, okay. Und was war hier in der Champions League? Da müssen wir auch nochmal eben gucken. Leverkusen hat 1-0 gewonnen gegen Juve, aber das Trinspiel 2-0 verloren in Juve. Ach, ja. Die Gladbacher haben nur 1-1 gespielt und haben das Hinspiel verloren 2-0. Die Bayern haben 1-1 gespielt und haben in Valencia verloren 1-0. Mann. Und die Leipziger haben in Benfica gewonnen und zu Hause auch 2-0 gewonnen. Da sind die ganzen deutschen Mannschaften rausgeflogen, ey. Mein Gott, in großen Mengen. Das ist ja mal nicht so cool. Naja, wir schauen weiter. Wir haben eigene Sorgen. Genau, wir spielen gegen Ulm und wahrscheinlich gegen die Hälfte unserer alten Mannschaft, wenn ich das doch richtig in Erinnerung habe. Die haben einige gekauft, glaube ich. Mal gucken, ob wir die gleich sehen. So.
Dagegen halten, natürlich ausgeglichen spielen und los geht's. Der Beck, der war nicht bei uns, aber der war trotzdem im Tor. Na toll. Der Giede, der ist bei uns. Ja, Ausgleich, juhu. Yippie, so muss es sein. Und nochmal der Beck, was ist denn los? Was ist denn das für ein Idiot? Ich meine, was ist denn das für ein Stürmer? Der macht ja pausenlos Tor hier. Ach komm Junge, den hättest du räumen machen können. Hier sie, jetzt aber. Unser Abwehrmann. Komm. Ach ja, der ist halt ein Abwehrmann. Was wolltest du machen? Macht weiter so. Ihr seid nah dran. Ihr habt es auf dem Fuß praktisch. Schinken. Nee, Schinke. Ja, der ist der Bruder von Schinken. Bruder Schinken, Hinterschinken. Und nur Schinken. Was ist los hier? Ach, wieder der Beck. Nein, geh weg, ey. Wir wollen den nicht. Er soll singen gehen. Der alte Schlagersänger. Technik, jetzt Ausgleich. Komm, dann gucken wir mit. Jawohl. Wo soll er denn wieder der Beck? Also wirklich, den sollte man mal tauschen. Und dann auch noch aus. Am besten. Und jetzt kommt unser Siegtor. Wie immer, in der letzten Minute. Das ist er mal. Sehr cool gewesen. Sehr cool gelaufen. Hat sich doch gelohnt. 3-2 gewonnen, trotz der ganzen vielen schönen Beck-Dinger. Da war der ganz schön weg, der Beck. Kann man nicht anders sagen. Oh, na guck mal, wunderbar. Und guck mal, wir 13 da. Jetzt sind wir doch schon richtig etabliert hier. Das kann man doch gar nicht anders sagen. Guck mal, 56 Punkte hätten wir schon. Wir wären so weit vorne, ne? Aber hier... Waldorf ist vorne, ganz vorne ist Waldorf, weil wir die Drochte sind weggeschossen hatten. Und die haben wieder verloren, die haben zweimal hintereinander verloren, aua. Da war wohl wahrscheinlich die Moral ein wenig eingeknickt plötzlich. So was kann passieren, ja, ja. So, und wir spielen zu Hause gegen Erfurt, da spielen wir wieder mit 2 Tore Sieg, natürlich. Auch das machen wir, auch das kriegen wir hin. 264.000. Ah, was haben wir denn hier mit dem Umfeld? 250. Könnten wir bauen, ne? Wir müssen das bauen, das Ding. Ja, komm, wir bauen das. Parkplatz. Mein Gott, echt jetzt? Jetzt habe ich tatsächlich einen Parkplatz gebaut, statt hier Dingens. Aber, boah, ey. Ja, 800.000, ey. Boah. Es ist so teuer, es ist so teuer. Unter Kontostand. 14.000, ja, super. Naja, Augen zu und durch. Und WM-Quali, oder EM-Quali, irgendwie sowas wieder. Und 2 Mann wieder, jawohl, 10.000 haben wir wieder. Haben wir unser Geld ja schon fast wieder verdoppelt. Traurig, traurig. So, nee, EM in Holland, genau. Ukraine, 4-1 für uns, ja, das geht. Das ist ganz ordentlich. Läuft nach Plan eigentlich, so wie immer. Also so wie der Rechner das plant, wie der Programm das plant. Das ist ja, man muss ja sagen, 2017 sahen wir ja noch anders aus, ne, so als Nationalmannschaft. Ich meine, heute sind sie wieder ein bisschen haben sie sich gefangen, aber es liegen ja böse Zeiten hinter uns, muss man einfach so sagen, ne. So, wir spielen gegen Erfurt zu Hause. Das soll wohl sein. Rot was essen wieder. Wie oft bin ich darauf reingefallen? Einmal. Aber erwähnen tue ich immer wieder gerne. So. Ja. Ich würde gerne den Yusuf reinsetzen. Komm. Yusuf. Yusuf spielt. Komm. Der Giede geht auf die Bank. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich will ihn einfach wieder spielen lassen. Das ist... Der hat uns so viele wichtige Tore gemacht. Da will ich einfach, dass der auch mal wieder spielt. Und wir spielen mit 2 Toren Unterschied. Natürlich, warum auch nicht? Wenn wir schon mal dabei sind. Wir haben eine 90er Stärke. Mein Gott, kann man noch bringen? Läuft doch, sieht man doch. Guck mal, wenn wir das Spiel unter Kontrolle haben. Ah, doch. Ach Gott, nee. Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, der geht rein. Ey. Da, der Al-Hai, jawohl. Und der Yusuf hat die Vorlage gegeben. Am besten. Wäre Beste, wäre schön. Hat aber nicht. Der Tackle hat die Vorlage gegeben. Und hier der Massentyp wieder. Ach komm. Um ein Tor brauchen wir noch. Für wegen die Prämie, ihr wisst schon.
Nee, 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 wir brauchen eins. Nicht die Erfurter, so nicht. Da habt ihr was falsch verstanden, komplett. Täglich, jawohl, wenn ganz nichts mehr geht, geht täglich. Nee, auch nicht. Ach, das ist ja schade. Spielende, naja. Was soll man da sagen? Da kannst du nichts sagen. Da machst du nichts, aber gewonnen, immerhin. Aber die Prämie nicht gekriegt. Naja, wir hätten uns gut zu Gesicht gestanden, die 12.000. Guck mal, 12. Wo wir gerade von 12.000 reden, 12. So, ja, Yusuf, ich hab dich spielen lassen. Wenn du kein Tor machst, dann weiß ich auch nicht, was mit dir los ist. 12. sind wir, jawohl. So muss es sein. 45.000. Na guck mal, da geht doch noch was. Das sieht doch gut aus. Und wir dann das nächste Spiel in Aachen. Ja, hier die Viertelfinale. Genau. Und dann das nächste Spiel in Aachen. Und dann haben wir schon bald unseren Parkplatz. Dann sehen wir schon richtig gut aus. Dann brauchen wir nur noch den Trainingsplatz. Und der kostet ja fast nichts. Der ist ja bei Nacht und Nebel mit ein bisschen roter Asche, haben wir den selbst gemacht. Das ist doch kein Problem, oder? Das kriegen wir da hin. Hier, beste Elf, da fällt der Yusuf wieder raus. Tja, ja, wo ist das? Da machst du nichts, Yusuf. Tut mir leid. Das tut mir leid. So furchtbar leid. Naja, jetzt muss ich auch bald noch die Verträge machen mit denen, ne? Ich meine, Ablösesumme brauche ich ja nicht zahlen. Die sind ja schon bei uns, aber mehr Gehalt muss ich zahlen. Aber besser, als wenn wir sie verlieren. Ganz ehrlich. Das wird uns einfach... Guck mal, der Reinmann, der gibt es ja wirklich. Na sowas. Und der wirklich bei Aachen spielt? Bestimmt. Ich müsste eigentlich sein, weil das ist die aktuelle Dings, die da drin hinterlegt ist. Die aktuelle... Wie heißt das denn? Mod? Namensmod. Genau. So nennen wir sie einfach Namensmod. Genau, so ist richtig. So, 26. Spieltag. Wir haben insgesamt 34, ne? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall das Merchandising nochmal wieder reduzieren. Wir haben 7, das sind noch 7 Spieltage, das müssen wir auf jeden Fall machen. So, ja, hier Gehälter, genau, Fernsehgehälter, das ist ja super. Da fällt mir ein, ich müsste mal wieder autosaven. Nein, ich müsste mal wieder hier nach Dingens gucken, mit unsere Finanzen machen, natürlich. Das müssen wir machen. So, So, Sponsoren, gibt's da noch was? Ja, es gibt eine Menge, aber wir haben keinen Platz. So, dann hier. Stadionausbau. Achso, das ist ja... Nee. Umfeld, ich wollte doch gucken hier. Steht da irgendwas? Noch ungefähr 9 Wochen. Okay. Ausbau in kleiner Parkplatz. Hurra! So, was habe ich gesagt? Merchandising. Wollten wir noch ein bisschen runtergehen, ne? So, dann machen wir das auch. Gehen wir mal auf 43. Und die gehen wir mal jeweils auf 9. So, besser ist das. Da haben wir das auch erledigt. Und dann noch was. Achso, ich wollte hier nochmal drücken. Mindestens ein... Ach nee, hier sehe ich das nicht. Das war hier bei Verein, war das. Bei Lizenzen, genau. Ja, kleiner Parkplatz. Siehst du, da wird er angezeigt schon. Jetzt fehlt noch der Trainingsplatz. Und das ist natürlich der teuerste. Und hier fehlt dann der gute Trainingsplatz. Ich möchte nicht wissen, was der kostet. Da kommst du mit einer Million wahrscheinlich überhaupt nicht hin. Da wird richtig, richtig teuer. Toilettenhäuschen, okay, das ist Pillepalle. Flutlicht, kleine Anlage, naja. Gute Sicherheit heißt rundum, ne? Auf alle 4 Positionen musst du dann haben, gute Sicherheit. Das Stadion muss er nochmal ausbauen um 500 Plätze, also wir werden uns, wenn wir hier aufgestiegen sind letztendlich, werden wir hier lange mit minus 30 Punkten anfangen, das kann ich jetzt schon sagen. Ach ja, aber was wolltest du machen, ne? Da müssen wir jetzt durch.
Da müssen wir durch. Komm, lass uns auch weiter drücken. Mal gucken, was passiert. Geht ja immer weiter. Immer weiter. Oh, das sieht mir schwer nach Finale aus. Ich weiß nicht, soll ich spannend machen oder? Ahlen gegen Memmingen. Was für eine Überraschung. Das ist ja mal eine Überraschung. Und jetzt hier Bayern gegen Dortmund, habe ich ja gesagt. War doch klar, oder? Und wer spielt zu Hause? Haha, keiner. Genau. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. So ist richtig. So, es ist der 6. April, April, April. Und jetzt, der Wetter wird langsam schon wieder besser. Gott sei Dank. Und jetzt machen wir hier das Spiel gegen, zu Hause gegen Babelsberg. Jawohl, die hinter uns sind, obwohl die nicht mit 30 Minuspunkten anfangen muss. Ja, ja, so sieht's aus, Freunde. Der leichten Muse. Und da können wir mal wieder die Fittesten spielen lassen. Da kann der Dingens wieder spielen. Hier, da. Ne. Der Yusuf gehört nicht zu den Fittesten. Was ist denn jetzt los? Mit den wenigsten spielen. Nein. Die jüngsten Elf. Ja, da spielt der Yusuf. Aber guck mal, das kostet uns 5 Punkte mal eben. Nö. Nö, nö, das machen wir nicht. 5 Punkte kostet das. Hallo? Geht's noch? So, das ist alles gut, dann bleibt alles wie dies. Und, 2 Tore Unterschied, komm. Das kriegen wir hin. Die 12.000 nehmen wir mit. Oh, sole, sole. Jawohl. Ach so, ich musste ja noch die Verträge machen von den dreien, habe ich doch gesagt. Ja, muss ich machen. Das muss ich machen. Ich schließe trotzdem ab, aber, machen muss ich die noch. Natürlich. Bitte, mein Freund. Ja, der hätte auch reinschießen können. 1300 Zuschauer, ey, das ist ja. Mann, 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 Mann. Bald haben wir einen Parkplatz, dann kommen wieder ein paar mehr. Dann brauchen sie nicht mehr durch den Schlamm mit ihrer Sonntagsschuhe. Obwohl wir ja Samstag spielen. Aber egal. Ah, guck mal hier. Alheim. Und daneben. Super. Wir könnten noch ein Türchen vertragen. Nein. Da ist die Prämie wieder weg. Das ist ja super. Aber wir haben noch keinen Kredit aufnehmen müssen. An der Stelle mal ebenso erwähnen. Noch keinen Kredit. Achso, da muss ich drücken für weiter. Dann mache ich das noch. Und wir haben wieder gewonnen. Und wir sind 12. Guck dir das an. Ich kann da gar nicht oft genug darauf hinweisen, wie gut wir uns hier schlagen. Und wahrscheinlich werden wir in der nächsten Saison aufsteigen. Ne? Wenn wir die Leute... Ah ne, wir fangen ja wieder mit minus 30 an. Wir haben ja die Dingens noch nicht. Na Gott sei Dank. Na, die Dinge ist noch nicht. Den Trainingsplatz haben wir noch nicht. Habe ich doch gesagt. Gegen Werl, in Werl. Ja, in Werl spiele ich immer am liebsten. So, ja, jetzt April. Ja, ich muss die jetzt machen, die Verträge. Ich mache die jetzt auch. So. Und zwar haben wir da den Brixner. Mein Freund. So, da bin ich schon mal falsch. Dann gehen wir mal hier hin. So, und zwar haben wir hier den Brixner. Der kriegt ja nur 1050. Den bieten wir jetzt einen Vertrag an. Der ist sehr angetan bei 2500. Und der kriegt einen Vertrag. Guck mal, und jetzt? Und jetzt, ne? Jetzt ist es passiert hier mit dem Geld. Nee, nicht weniger. Da muss es schon mehr geben. So, 3270. Jetzt muss ich mal mit der Laufzeit variieren. Ja, ein Jahr weniger. Ein Jahr weniger. Und ein Geld weniger. 3020. Dann bleibt er bis 28. Das ist okay. Das ist okay. Den verbieten wir jetzt an. Jawohl. Den haben wir. Bis 28. Okay. So, was haben wir hier? Ulswald. Der ist 24. Und der ist 32. Ey, oh Gott. Soll ich den denn anbieten? Den Tacted. Aber der Tacted ist gut, ne? Da wollen wir mal sagen. Da kannst du mal sagen, was ich will. Also, ne? Der Ulswald. 7,6. Ulswald, mein Freund. Guck mal hier, ich gebe dir jetzt einen Vertrag bis
26. Dafür kriegst du weniger Geld. Ist auch gut, oder? Kann man doch sagen, oder? Guck mal, 3.090, das ist ja kaum weniger, kaum mehr. Und wenn ich noch ein Jahr drauf klappe, macht er auch noch. Okay, dann nimmt er an. Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt noch der Techlit, der ist 32. Tja, der sieht genauso aus wie der Ulzbold, ne? Hat sich gut gehalten. Oh, 4.000. Ja, genau. Okay, dann schauen wir mal, wo wir dich hier hinprügeln. Ach Gott, echt jetzt? Guck dir das mal an. Und ich muss noch ein Jahr mehr drauf kloppen. Ach guck mal. Wenn ich bei dem die Laufzeit verlängere, dann ist der angetan davon. Dann spielt er auch für weniger Geld. Das ist ja super. Dann machen wir das doch. Weil er schon so alt ist, ne? Wahrscheinlich. Ja, der nimmt den an. Dann ist er Rentner. Der geht bei uns in der Rente. Ach, das geht ja alles noch. Ne, verglichen mit dem, da geht ja alles noch. Da können wir ja dann wirklich gucken nach Form und Förmchen, wie wir sie haben, halten, kaufen, verkaufen. Bin mal gespannt jetzt hier mit dem langen Vertrag, ob der sich jetzt richtig mal reinhängt, dass der hier richtig abgeht und so durch die Decke. Ja, das war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und ganz ehrlich, ich muss nochmal eben hier rein. Das war der, ne, der Brixner, 36.000 Ablöse, der Techlit, 114.000 Ablöse, ne, und das war noch der Ulzbold, 86.000, das waren mal eben über 200.000 Ablösesumme, die wir gerettet haben durch diese Aktion. Ach, Opa, du bist ein Fuchs, ganz ehrlich. Du spielst zwar nicht so gut, aber du riechst so, oh, oh, was haben wir denn hier? Och, nee. Raus, raus, alle raus. Leipzig ist geflogen. Kann aber wohl nicht wahr sein. Gladbach ist noch drin. Und schon müssen wir wieder hier auf unsere Statistiken. Oh, hier, komm her, hier, Pokale. Zack. So, was ist hier passiert? Die Gladbacher haben gewonnen, 2-0 bei den Young Boys, aber zu Hause haben sie leider 3-0 verloren. Was ist denn das? Nee. Die haben gewonnen, 3-0 und 2-0 gewonnen. Genau, deswegen sind sie auch noch dabei. Was rede ich denn da? Und Eindhoven nach Verlängerung. Die sind auch noch dabei? Genau. Und Champions League? Da, genau, da waren die Leipziger. Wo sind sie? Da. Die haben... zu Hause haben sie 2-0 verloren und in Manchester haben sie auch 2-0 verloren. Ja, da muss man sich nicht wundern, ne? Wenn man dann raus ist. Also international hat bisher noch keiner so richtig was geholt. Ne? Ich glaube in der ersten Saison die Dortmunder oder so. Aber sonst glaube ich hat noch gar keiner was geholt. Die warten alle bis wir da sind und dann geht's ab. Wir holen alles, wir werden uns alles krallen. Passt auf, was ich sage. So, nächstes Ligaspiel. Wir spielen gegen Werl, in Werl, genau. Das machen wir doch gern. Die sind Dritter, hoffentlich treten uns nicht wieder zusammen. Ich glaube, das waren die Werler, die immer so unfair gespielt haben. So, beste Elf, jawohl. Und dann geht's los und weiter geht's. Und da wieder, jawohl, unser Mann. Unser Mann am Elfmeterpunkt. Jede Zack drin, 1-0. Sehr schön. Also wir sind, glaube ich, Gottstein. Also wirklich, was ist denn das für ein Name? Wir sind von der Wertung her mit 90 Punkten, glaube ich, die stärksten hier in der Liga. Und wieder der Jede und wieder drin. Der Jede ist super. Schön, zwei Tore. Da steigt die Moral, da hat er Spaß. Und wir haben auch Spaß. So muss es sein. Radbruch, auch ein schöner Name, ne? Radbruch. Warum kommen sie denn so spät? Ich hatte Radbruch. Und Sule, komm, komm mal hier rein. Ach, der war, den hat er wieder so locker genommen. Manchmal macht er den auch rein von da. Aber manchmal auch nicht. Der hat heute schon zwei Chancen gehabt, sehe ich gerade, der Sule. Ah, mein Allheim. Auch der macht keinen rein. Aber wir haben gewonnen. Zwei Tore. 2-0. Zwei Tore Unterschied. Wobei bei auswärts ist das egal, wenn man die Matching da sind. Ja, da, ich muss da was machen. Da geht so nicht. Da geht nicht wirklich was raus.
Und bald gibt's neue Trikots. Ja, Yusuf, mein Freund, da verlierst du, ne? Du hast einmal sogar bis auf Platz 1. So kurz nach Beginn der Saison warst du auf Platz 1. So, Merchandising, hier muss was passieren. Die sind zu teuer immer noch. Von mir 39. 39 und die für 7. So. Ich hoffe, dass wir jetzt noch die Restbestände so einigermaßen loswerden. Wir haben jetzt den 29. Spiel, also 5 Spieltage noch. Das sollte, ne? Das sollte so weitergehen, wie es jetzt läuft. 5 Spieltage, genau. Unser Ligaspiel, ja, dann machen wir das doch. Jawohl, ja. Zu Hause. Gegen 8. Ja. Da sind die 2 Tore Unterschied auch wieder sicher. Das machen wir. Da, hier, da. Beste 11, danke. So. Und ausgeglichen. Und Big Blaze, unser Feuermelder. Unser Allround-Sponsor. Also, da habe ich ja gesagt, das war ja super, wenn die jetzt anfangen hier mit Tore. Ach, Elfmeter, ja, den hat er gehalten. Jo, Elfmeter-Killer. Da war die, der Elfmeter-Killer. So, jetzt wird Zeit, dass er mal 2 Tore macht. Ja, genau. Weil, ne, ich habe nämlich, ja, genau. Sonst gibt es kein Geld. Und kein Geld ist echt nicht gut. Wir brauchen die Kohle, wir brauchen jeden Euro, Freunde der Nacht. Jetzt, wo ich euch hier mit Geld zuschütte, mit euren Verträgen. Eieieiei. Na schon, einer muss noch. Einer muss noch. Ja, Sule, das ist unerachtlich. Ach, wieder der Locke. Da war wieder der lockere Schuss von Sule. Der geht nicht. Der hat einen strammen und einen lockeren, wenn er da steht. Was ist denn hier los? Was ist hier passiert? Ach, komm, jetzt echt hier einer wieder weg. Das war weiß, ne? Ja. Der Cox kommt. Der Cox kommt für den Gide. Und dann muss er hier hinten hin. Und der Al-Hai-Hai, der spielt alleine vorne. Ja. Ach, ey, unentschieden. Ach, großer Gott. Und aus Ende. Und ach, was ist denn jetzt passiert? Geklaut, Punkte geklaut. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da, Merchandising. Jetzt geht's langsam nochmal hoch. Gott sei Dank. Werden wir noch alte Restbestände los ein bisschen. Naja, was wolltest du machen? So, wir sind Elfter. Sieht echt super aus, ne? Alle so eine Niederlage dazwischen. Aber ansonsten Siege und ein Unentschieden. Da kannst du wirklich nicht meckern. 69 Punkte haben wir geholt. Da wären wir jetzt schon 11 Punkte vor dem ersten. Naja, super. Was wolltest du mehr? Und wir haben keine Probleme, glaube ich, mit den Leuten. Wenn wir nächste Saison, ich glaube, da haben wir keine, der sagt zum Ende der Saison, so, wir sind weg. Das ist ja schon mal gut. So, ja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich speichere an dieser Stelle ab und die nächsten letzten 4 Spieltage sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Die Lizenz haben wir nicht erfüllt, die werden wir nicht mehr erfüllen. Wir brauchen 800.000, 80.000 haben wir schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bis dann, euer Opa Helmi. Tschüss.